Willkommen. Schön, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Hallo. Na dann, also als Erinnerung an eine unvergessliche Reise. Und die Adresse auf meiner Karte, die ist nicht mehr aktuell. Aber meine Mailadresse schon und auch die Handynummer. Ich melde mich, wenn ich wieder an Bord komme. Ich gehe hier nicht weg. Wissen Sie, was mich interessiert? Seine Flirt-Tricks. Hält er wirklich Kontakt zu allen Frauen, die er hier bei uns kennenlernt? Das müssen Sie unseren Dauergast schon selber fragen. Also bis jetzt hatte ich noch keine Beschwerden. Über mich? Für die Dauer einer Reise sichere ich gerne Exklusivität zu. Aber wir sind ja alle keine Teenager mehr. Außerdem gehört mein Herz nur einer. Also bitte, benutzen Sie mich jetzt nicht als Ausrede, ja? Na, Sie und Ihre Crew sind dafür verantwortlich, dass ich mich hier so wohl fühle. Ja, und nirgendwo anders leben möchte. Ja, aber dann wollen wir doch hoffen, dass dieses Wohlgefühl noch lange erhalten bleibt. Bis es Sie dann irgendwann an Land lockt. Ach, welche Verlockung soll das sein? Bis später. Schatzkarte eingepackt? Klar. Thank you. Auf den Malediven wird's wärmer als hier. Kabine 129. Anna. Oh, schön. Ich dachte schon, du kommst mich nie besuchen. Ich musste mich ja erst mal scheiden lassen. Hätte ich viel früher machen sollen. Komm, darauf stoßen wir an. Ja, danke. So, endlich bin ich da. Ich freue mich so. Ja. Sag mal, wie geht's den Kindern? Kinder? Ja. Die Kleine fängt nächste Woche ihre Ausbildung an. Weißt du was, Hotelfach. Die Mama. Ja, kann nur hoffen, dass sie da auch ihre beste Freundin trifft. War eine schöne Zeit, gell? Oh ja. Ja, eigentlich wollte sie ja mitkommen, aber die Großen haben mir abgeraten und gesagt, in dieser Reise soll es mal ausschließlich um mich gehen. Na, das ist doch eine gute Idee. Du, ich habe für uns eine Exkursion gebucht auf Maschi. Das ist die schönste Insel im Indischen Ozean. Ach, herrlich. Ja. Das klingt paradiesisch. Und das ist es auch. Aber hoffentlich ohne Adam. Versprochen. Okay, then have a nice trip. Thank you. Uhr 20:35. Ja. Sind Sie Conny? Nein, ich bin Hanna Liebhold, die Hoteldirektorin. Darf ich Sie zum Schiff begleiten? Danke, aber ich warte eigentlich noch auf meine Begleiterin. Wir konnten leider nicht zusammen anreisen, da sie mir letzte Minute abgesagt hat. Ihre Cousine springt jetzt für Sie ein. Wollen Sie nicht doch schon an Bord kommen? Ja, wahrscheinlich. Frau Berghaus, kommen Sie. Entschuldigung, ich suche Frau Berghaus. Steht vor Ihnen. Was kann ich für Sie tun? Der Taxifahrer, der kriegt noch Geld. Ich bin Conny. Conny Busch. Sie? Aber Conny ist doch ein Frauenname. Mein Bruder konnte Cornelius nicht aussprechen. Seitdem bin ich für alle Conny. Entschuldigung, was ist jetzt mit dem Geld? Ich kümmere mich um das Taxi und um die Koffer. Begleiten Sie Frau Berghaus bitte zu meinem Kollegen. Sie kriegen dort die Kabinenkarte, ja? Alles klar. Das ist ja ein Riesenteil. Ey, wo gehen Sie hin? Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, sorry, ja. Geben Sie mir die Hand oder wie machen wir das am besten? Oh Gott. Sie haben noch nie einen Blinden betreut, oder? Nein. Und warum haben Sie den Job dann angenommen? Ich bin jung und brauche das Geld. Also gut. Los geht's. Nur geradeaus. Alle Passagiere an Bord? Jawohl. Zwei davon habe ich gleich mal mitgebracht. Darf ich vorstellen? Dr. Delgado, unsere Schiffsärztin auf dieser Reise, und ihr Neffe Timo. Die beiden würden gerne beim Ablegen zuschauen. Also natürlich nur, wenn sie nichts dagegen haben. Ganz und gar nicht. Herzlich willkommen an Bord. Danke.